An Tag 2 des Kasachstan-Barisi Grand Slam in Astana ist Judo vom Feinsten gezeigt worden. Der stellvertretende kasachische Regierungschef Kalimjan Kojibayev sagt: Judo gilt zu Recht als eine der populärsten und spektakulärsten Formen des Kampfsports. Dieser Sport hat sich im ganzen Land verbreitet. Mehr als 150.000 Menschen in Kasachstan praktizieren Judo. Wir danken dem Internationalen Judo-Verband für sein Vertrauen in Kasachstan, das Ranglistenturnier für die Olympischen Spiele in Paris auszurichten. Reden hielten auch der Generaldirektor des IJF Vlad Marinescu und der Präsident der Judo-Föderation von Kasachstan, Kuanishbek Yesekiev. In der Gewichtsklasse bis 63 Kilo besiegte Youngster Katarina Kristo aus Kroatien die mehrfache Weltmeisterin Andrea Leschki und bekam ihre Medaille von Kasachstans Sportminister Yermek Majipayev. Kasachstan, das Publikum ist so super, so viele Kinder, so viele Menschen. Hier kann man sehen, dass die Leute Judo lieben. Sie feuern dich an, auch wenn du nicht aus ihrem Land kommst. Wenn du punktest, leben sie diesen Moment mit dir. Ich liebe es wirklich, hier zu kämpfen. Im Finale bis 73 Kilo überraschte Manuel Lombardo nach nur 6 Sekunden Dani Lavrentev und sicherte sich dann sein 4. Grand Slam Gold. Die Medaille wurde übergeben vom Vizeministerpräsidenten Kasachstan, Kalimjan Kojibayev. Es ist seltsam. Ich glaube, ich bin in Kasachstan beliebter als in Italien. In meiner eigenen Stadt kennen mich nicht mal meine Nachbarn. Es ist seltsam, aber es ist ein gutes Gefühl. Ich liebe Kasachstan. Also es ist sehr schön, hier zu kämpfen. Ich bin sehr glücklich, dass dem Publikum mein Judo gefällt. In der Klasse unter 70 Kilo setzte die Juniorin Thais Pina aus Portugal die kroatische Weltmeisterin Lara Zetsko unter Druck und gewann. Die Medaillen wurden vom Präsidenten des kasachischen Judo-Verbandes Kuanishbek Yesekiev überreicht. Im Finale der Gewichtsklasse bis 81 Kilo gab Sharofidin Boltaboyev sein Comeback. Er traf auf Timo Kavelius. Der usbekische Judoka siegte durch Vasar Ari. Samruk Kasina-Chef Nurlan Jabukov verlieh ihm seine Medaille. Viel Action in den Vorrunden des Kasachstan Grand Slam. Viele talentierte Judoka, die vor einem judo-begeisterten Publikum stark auftreten. Wir sehen uns morgen zum letzten Tag des Grand Slam.